Jo, Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Gibt es wieder eine Reaction? Wir reagieren auf Kontra K Feed. Jah Khalib, nur noch ein Grund, nur ein Grund. Halt einfach dein Maul, gib ihm. Nur ein Grund. Kontra K Feed, Jah Khalib. Wie oft renn ich durch Wände für dich? Hier bis ans Ende für dich. Wie oft spielst du mit Funken, entfasst große Feuer und dann lösche ich Brände für dich. Wie oft lässt du mich... Boah, diese Drops, ne, die haben wir gerade... Ich muss direkt mitmachen, ich höre euch gerade, ich höre den Song zum ersten Mal. Bei einer Reaction ist das immer schwer, nicht auf einen Song zu drücken, weil man weiß, man wird drauf reagieren so. Und bei einer Reaction auch zum ersten Mal auf einen Song reagieren ist sowieso ganz schwer, aber ich erwarte viel. Ich hängen für nichts, lässt deine Ängsten im Stich. Bist niemand was schuldig, doch sag mir, wie trag ich die scheiß Konsequenzen für dich? Mann, ich hab es satt, mich immer an Scherben zu schneiden, die du auf deinem Weg hinterlässt. Entweder bist du falsch, doch in beiden Fällen fehlt dir für die Freundschaft der nötige Respekt. Junge, was ist das für ein Beat? Ich muss eine Sache sagen, ich weiß nicht warum, aber ich höre Kontra K nicht oft. Ich habe nicht mal einen Grund dafür. Ich feiere sogar seine Musik. Ich verstehe nicht, warum ich ihn nicht oft höre. Ich habe ja auch auf Kontra K Warnung reagiert. Das hier ist eine... Wie ging das nochmal? Warnung. Auf jeden Fall, das war ein sehr, sehr stabiler Track. Haben wir hier kein Musikvideo? Nee, schade. Okay, schade. Muss ich mich mehr auf den Text und Beat konzentrieren. In meiner Welt hast du nur einen kleinen Platz in meinem Herzen. Du schwimme ich einen Ozean für dich. In deiner Welt, welche andere hat nur deine. Und du mit beiden dann dein dreckiges Gesicht. Gib mir nur... Okay, das ist jetzt gut, dass hier diese Beat-Drops, diese Kicks verschwunden sind. Jetzt hören wir wahrscheinlich, keine Ahnung, Pre-Hook? Keine Ahnung, Hook? Bin mal gespannt. Ein Grund nicht zu gehen, ein Grund um nicht zu... Eine Sache noch, bevor ich es vergesse, diesen Jah Khalib, keine Ahnung, ob es richtig ausgesprochen ist. Ich kenne den gar nicht so. Ich bin mal gespannt, ob das ein Sänger ist, ob das ein Rapper ist. Das weiß ich nicht mal. So, aber bis jetzt muss ich sagen, Kontra K's Part hat mir gut gefallen. Okay. Sogar der Mond und die Sonne reichen sich die Hand, nur wir beide nicht. Deine gebrochenen Versprechen sind nicht wie meine Knochen, sie heilen nicht. Also gib mir nur einen guten Grund, um nicht zu gehen. Bitte gib mir nur einen guten Grund. Ja, okay, das ist die Hook. Ich find's gut, dass er den Part schön reingeballert hat, dann dass diese Pre-Hook reinkam und dass bei dieser Pre-Hook einfach es ruhiger wurde und das wieder bei der Hook schön reinknallt, weil wenn es durchgehend diese Beat-Drops kommt, dann hat die Hook nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, wisst ihr? Das ist nochmal gut, dass es vorher ruhiger wurde. Also ich weiß nicht, wer das produziert hat, aber ich muss sagen, guter Produzent. Beat gefällt mir. Um nicht zu gehen. Also gib mir nur einen guten Grund, um nicht zu gehen. Bitte gib mir nur einen guten Grund, um nicht zu gehen. Okay, krass, ist gar kein Deutscher, aber der Effekt, habt ihr diesen Effekt gerade gehört? Ich weiß nicht, wie man sowas nennt, aber ist eine gute Überleitung gewesen, weil man wusste jetzt, okay, jetzt kommt jemand anderes, jetzt kommt irgendwas anderes, so, wisst ihr? Hat der Produzent sich auch nochmal gedacht, ich check nur dieses Cover nicht so richtig. Okay, wir sehen die beiden hier, aber warum diese Treppen? Das check ich nicht ganz. Ey, bitte klärt mich mal auf, was ist das für eine Sprache? Ich höre das gerade nicht raus, ist das Französisch? Ich kann jetzt komplett falsch liegen, aber ich höre es einfach gerade nicht raus. Und normalerweise man weiß, wie sich Spanisch in etwa anhört, wie sich Französisch in etwa anhört, wie sich halt einfach dein Maul anhört, aber... Ich habe keine Ahnung. Boah! Ey, es ist schwer, sich festzuhalten. Ich schwöre, es ist schwer, aber wie dieser Effekt und noch mit dieser leichten Stimme bei diesem Drop reinkam, ne, das kickt mich so nach vorne. Ich schwöre, das kickt mich übelst nach vorne. Beat gefällt mir sehr und Beat ist auch schön laut gemacht worden hier. Ich hasse das, wenn ein aggressiver Beat so leise ist und der Rapper so laut ist, dann denke ich mir, Alter, bitte, komplett die Schnauze. Не считай, что я вот так воздался, детка, просто заебался ошибаться. Не вспоминаю те дни, не возвращаюсь в те дни. Линия жизни заводит в тупик, но я не собираюсь уйти. Это тени не тьма позади. Ich verstehe nicht ein Wort. Ich verstehe nicht ein Wort, aber es hört sich einfach gut an. Es hört sich einfach gut an. Ist einfach gut bearbeitet worden. Ist sauber bearbeitet worden. Man hört es auch. So, ich höre nur so. Ich check nichts. Aber es ist stabil. Also gib mir nur einen guten Grund, um nicht zu gehen. Bitte gib mir nur einen guten Grund, um nicht zu gehen. Seht ihr diese Drops? Also gib mir nur einen guten. Also ich sage euch eine Sache, in der Hook wurde sich textlich nicht so viel Mühe gegeben, weil er sagt halt, also gib mir nur einen Grund, dass ich nicht gehe, so. Ist jetzt nicht so innovativ und, ne, ihr wisst schon, was ich meine, so, aber es hört sich gut an und er weiß einfach, diese ständigen Wiederholungen in der Hook sorgen für einen gewissen Ohrwurm, der einfach hier drinne bleibt. Grund, um nicht zu gehen. Bitte gib mir nur einen guten Grund, um nicht zu gehen. Okay, ich muss auf jeden Fall sagen, gut auch nochmal, dass der Beat am Ende so leise wurde. Aber ja, Leute, dann war es das eigentlich auch schon mit der Reaction zu Kontra K feat. Jah Khalib, nur ein Grund. Official Video, Leute, im Großen und Ganzen hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Am meisten auch der Beat. Ich weiß nicht, wer es produziert hat, aber schöne Arbeit. Schön, 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 sehr, sehr gut. Haben wir ja bei Warnung auch schön rausgehört, den Beat. Ja, Leute, das war's meine Reaction. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es zeigt, dann einen Daumen nach oben. Abonniere jetzt meinen Kanal, um in Zukunft keine Videos mehr von mir zu verpassen. Ich baller die Reactions heute echt für euch raus. Ne? Ich weiß gar nicht, wie vielte ist das schon? Die vierte? Ne, die fünfte? Die fünfte oder die sechste, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Abonnieren, dann gehört ihr zu meinem Team. Macht's gut, haut rein und ciao!